Hey Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde von The Forest. Good morning everybody. Yay, du drehst dich erstmal ein bisschen. So, okay, wollen wir jetzt, wir wollen doch jetzt eine Entdeckungstour machen, ne? Ja, warte. Ich hab wieder schön übersteuert, ne? Was machst du gerade? Zwei Sticks, weil ich hab nichts zu essen. Was machst du da? Achso, hast du das denn Feuerzeug? Feuerzeug sage ich hier schon. So, ja, ich hab Sticks, erstmal, warte. Okay, leck. So, ich wollte jetzt eigentlich noch die Bierflasche mitnehmen, da. So, okay, bist du fertig? Ja, warte. Warte mal, ich habe auch nichts zu essen. Oh, doch, ich hab ein paar Snickers. Was, ich habe gar nichts mehr zu trinken. Wir müssen uns beeilen in dieser Folge, sonst sterben wir an Durst, Hunger und sonst was. Ich hab was zu trinken. Ja, das kannst du aber nicht droppen. Kommst du? Warte, Molotov mal machen? Ja, kann man machen. Oh, ich hab Molotov. Ja, aber wirfst du bitte nicht auf mich. Was hast du explodiert in deiner Hand? Nein. Oh, nein, ich hab's angezündet. Scheiße, Mama. Guck mal, nee. Also, wenn du ihn anzündest, dann passiert trotzdem nichts. Voll geil ist das eigentlich. So, ja, es gibt viele Funktionen in diesem Spiel. Glücklicherweise haben wir jetzt hier einen Marker. Ich hab was zu essen. Hier, ich tu's rein. Soll ich noch eine Molotow-Flasche machen? Ne, du kannst aber Tiere suchen. Oder? Ich mach mehrere Molotow. Warte mal, die macht man aus, was macht man die? So, und aus, So, und aus diesem Kloß, ne? Bosse, ja, oh, ja, ich weiß wie. Ich hab jetzt, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Ich hab mir erstmal 3 gemacht. Ne. Man weiß ja nie immer. So, ist mein Essen schon fertig eigentlich? Oh. Kann man. Essen-Symbol. Warte, gib mal fertiges Essen. Ich brauche einen Stick. Ich hab einen. Warte. Wir haben uns in dieser Folge, ich hoffe, dass wir uns das Dorf wiederfinden. Wie sieht das hier aus, Kevin? Kevin? Ah ja, so, ja, das kann man machen, das weiß ich, ja. Warte, da war das Essen-Symbol, das ist das Essen-Symbol. Oder was ist das? Ist das, ne? Ja. Ich finde das echt, ich kann es nicht essen. Komm, ich will es da essen. Hab ich es gegessen? Nein. Ich kann es nicht essen. Was ist das für ein Scheiß? Ich glaube, ich habe es jetzt gegessen. Das war ein bisschen verbrannt. Warte, na gut, passt. Weißt du, wir können aber auch Knochen machen, ne? Indem wir die Menschen, also die Körperteile einfach verbrennen lassen, können wir daraus Knochen. Okay, wollen wir uns jetzt weitermachen? Warte. Weiter auf den Weg. Kommst du jetzt? Ja, warte kurz, ganz kurz, ich muss was machen. Ja, komm. Was willst du übernehmen? Jetzt wollen wir ganz viele Ressourcen haben. So, wir haben Schütze, wir haben Snickers, wir haben Schläge, wir haben, also Schädel, wir haben Körperteile, wir haben, ja, ein paar Ropes, ein paar Steine, wir haben eigentlich so recht viel, ne, schon. Ich habe auch sehr viel. Ja, wir waren ja auch beide in der gleichen Höhle, ne. So, hier mal ganz kurz ein paar Sticks wieder einsammeln. Okay, kommst du? Ja, oder? Und hi, komm, riech mal meine Füße. Nee, möchte ich eigentlich nicht. Nee. Jetzt komm. Okay, warte. Ich nehme was. Und das hat jetzt zu lange gedauert. Ich bin bereit. Wo bist du? Ja, komm. So, wollen wir sprinten oder gehen? Gehen. Okay. Hörst du das, diesen Wind? Ja, ich höre Wind. Also, das ist Atmosphäre, ja. Wo gehen wir jetzt nach Hause? Nein, wir wollen jetzt einfach die Welt erkunden. Das machen wir jetzt in den nächsten 30 Parts. Ja, machen wir das nächste 30 Parts? Ja. Das Haus ist ja schon fertig. Warte, da rechts ist... hier ist Koffer. Hier ist das, unser Aber Dings. Aber da ist jemand. Da ist unser Dings. Da ist jemand.
Ja, warte, komm, wir töten die schlachten wir ab. Die schlachten wir ab, komm, die machen wir fertig. Warte, komm, ich kann meine Axt nicht anzünden. Okay. Achso, weil ich neu bin jetzt hier. Schlag mich doch nicht, ich sterbe gleich. Ich brauch deinen Kopf, du Stück Scheiße. Gib mir deinen Kopf. Gib mir deinen Kopf. So, danke. Lass dich in den Revier gehen. Nee, wir können erstmal wieder die ganzen Koffer, die Koffer einsammeln, damit wir wieder Medizin haben, den Alkohol und alles mögliche, damit wir uns abends immer schön besaufen können und unsere Depressionen und so unsere Ängste einfach mal ignorieren können für eine kurze Zeit. Den Baum wollte ich jetzt eigentlich nicht fällen. Ich fäll die ganze Zeit den Baum. Ja, warte, ich fäll ihn kurz. So. Wegen einem Kasten da. Fällt er gleich den ganzen Baum. Naturschänder hier. Perfekt. Warte, hier könnte ein Speer drin sein, ne? Ja, ich habe endlich wieder Snicker und ich habe sehr viel Medizin wieder. Da ist ein Stein. Ich sehe den Speer gerade gar nicht. Hier muss doch eigentlich mal ein Speer sein, oder? Die sind doch immer am Wasser. Vor allem am Wasserrand denn eigentlich. Hey. Siehst du einen Speer? Ne. Vielleicht ist hier einfach kein Speer. Ich öffne noch ein paar Koffer, ne? Ich trinke mal kurz was. Damit wir die Soden und die Sodas und sowas auffüllen. Ich habe was gefunden. Ne, kein Speer. Den Speer nimmst du, glaube ich, soweit ich weiß, direkt in die Hand. Wie so ein blöder Tennisball. Hier sind die ganzen Sitze. Ey, das mit so einem Stock. Aber es ist wieder gut, dass wir wieder Dings haben. Das Flugzeug gefunden haben, wegen den ganzen Ressourcen. Sag mal, ist hier nicht direkt wieder unser. Genau, hier ist fast wieder direkt unser Haus, stimmt ja. Ey, hier ist etwas, guck mal, Kevin. Hä? Hier unterm Flugzeug. Was soll denn da sein? Und ich komme. Warte, ich trinke mal kurz eine vorne Soda. Kann man wieder auf dem Flugzeug raufgehen? Da könnten wir uns vorher schon eine Treppe hinbauen. Das wäre möglich, ja. Ey, ich sehe immer. Kevin, ich bin verbuggt. Aber springen und sprinten und alles mögliche. Alles, was geht. Das ist selber schuld. Einfach mal, pass auf, wenn ich dich schlage. Nein, nicht. Warte, spring einfach. Warte, ich nehme etwas, weil also, ich so mache. Jeder Mensch, ne? Jeder Mensch kommt aus so einem Bug raus. Außer du. ist immer sehr gut zu sehen. Ah, jetzt bin ich draußen. Oh. So. Ist ein Wunder. Komm, lass weiter. Warte, was ist hinter dem Flugzeug? Ist nix. Da waren, glaube ich, damals mal so Chipsätze. Alter, ich kann nicht mehr sprinten. Weil sich meine Ausdauer nicht mehr auffüllt. Lass jetzt einfach zu den Bewohnern gehen. Wir brauchen unbedingt was zu trinken. Ja, aber da, guck mal, da geht's doch Richtung Haus. Da dürfen wir nicht hin. Kommst du? In die andere Richtung. Ja, warte. Da geht's zur Höhle, das heißt, wir müssen dahin. Einfach genau vom Heck des Flugzeuges, okay? Komm, lauf. Ich kann nicht laufen, ich kann immer noch keine Ausdauer, das hat sich immer noch nicht geändert. Weil ich was zu trinken brauche. Ja, habe ich, warte. Ja, das kannst du mir immer noch nicht geben. Immer noch seit 20 Parts nicht. Ist einfach ein... Ich habe jetzt 6 Molotovs. Ja, du hast jetzt ein paar Molotovs. Dann können wir diesen ganzen Dorfbewohner verbrennen, dass da keine mehr kommen. Lass mal kurz dahin gucken, also dahin gehen. Ja, hier könnten wir hin. Hey, wo bist du? Ja, da meinte ich jetzt aber nicht. Ich meinte jetzt hier hin. Hier können wir uns... Ey, die Map ist aber unsere... Du hast am Anfang gesagt, dass unsere Map klein wäre. Nee, das habe ich gar nicht gesagt. Also, wie ich das gesagt habe. Damals war sie ein bisschen kleiner. Damals konnte man noch nicht so viel machen. Dann stand da immer... Ich habe einen Vogel getötet. Die Map wird noch vergrößert und so ein Kram. Hier ist Wasser.
So. Ich bräuchte nur dringend was, wobei was zu essen kann ich mir schnell besorgen. Ich töte einen Hasen, dass wir was nachts zu essen haben. Ja, das Essen vergammelt aber auch irgendwann, ne? Ich weiß. So. Alter, genau, ich schlage und bam, weg. So, komm, lass jetzt einfach da jetzt. Lass da lang, okay? So, die Ausdauer. Ey, hier ist wieder. Ich glaube, hier müsste ein Speer sein. Nee, warum Speer? Wo siehst du denn hier Wasser? Ah, doch nicht. Hey, wo bist denn du? Hinter dir. Achso, da. Warte kurz. Hast du eine Karte? Ein Stück Karte? Kann sein, aber wahrscheinlich haben wir das gleiche Stück Karte. Ich dachte, da unten habe ich was gesehen. Irgendwie eine Bewegung. Boah, die Karte wird. Das ist ein Stück vom Flugzeug. Das Stück vom Flugzeug. Wo? Ah, das ist das. Das Frontstück, das Cockpit. Da kommen wir jetzt schön hin. Ich glaube, da gibt's auch noch so Sachen wie Fotos und so, glaube ich, noch drin. Da ist ein Mensch drinne. Ja, das ist zu höchst, also das ist jetzt nicht nur irgendein Mensch, das ist der Fahrer, Flugzeugfahrer, Flieger. Ich weiß gar nicht, wie man da reinkommt. Hier sind ja von der Seite, oder? Eine Waffe, eine Leuchtpistole. Wie bist du denn da reingekommen? Achso, hier ist hier, ja. Ein paar Chips teilt, ja, diese Leuchtpistole, damit kann man die abschießen, dann brennen die halt, ne? Wie viel Schuss habe ich denn? Ja, du musst Flares sammeln. Wie hast du denn irgendwo? Ups, ich hatte. Ja, verschieß erstmal alle. Ja, okay, alle drei schießen. Du weißt schon, dass Flares. Ja, okay, erstmal schießt alle. Alter, krass. Du weißt schon, dass die Flares so richtig selten sind. Er verschießt erstmal alle. Ja, es ist selten. Ja, erstmal alles verschießen. Gut gemacht. Jetzt kannst du schön warten, bis sie wieder respawnen. Immer was sehr Schönes, ja. So. Ja, wo müssen wir jetzt hin? Hier sind erstmal Koffer, die werde ich nochmal öffnen. Okay. Hey, hallo? Okay, man kann die Koffer 100 mal öffnen, das bringt nichts. Aber hier. Hier. So. Oh, Snickers, ich habe einen Snickers. Gut. Wie meine roten Snickers. Ich verstehe nichts mehr. Wieso man die nicht öffnen kann. Ich kann diese Koffer. Ich habe ja richtig viel Sneaker jetzt. Ich habe 6 Stück. Warum sage ich immer jetzt Sneaker? So, Alter, ist die Welt groß geworden. Damals gab's das hier alles noch gar nicht. Sehe ich auch alles zum ersten Mal. Damals war hier nur Wasser. Nee, damals war hier gar nichts. Damals konntest du da gar nicht hin. Entweder war eine Alpha-Wand da. Ja, meistens war eine Alpha-Wand da. So eine durchsichtige Wand. Einfach da, wo du irgendwann hinter konntest, aber nicht durch. Unsichtbare World Border. Ja, sowas wie eine World Border war das, ja. Ich sammle immer wieder diese Steine. Oder lass hier jetzt. Nur hier wird's gerade Nacht. Wir können gar nicht schlafen, stimmt. Ich wollte gerade sagen, wir können uns vielleicht ein Shelter aufbauen. Und dann pennen oder so, aber nee. Ich hol mal ein bisschen Fleisch. Fleisch. Alter, ist das hier. Ah, da hinten ist das Schneebiom, glaube ich, ne? Rüstung. Warte. Alter, wie riesig diese Welt geworden ist. Warte kurz. Ich finde das ja so übertrieben. Hier ist ja sozusagen nochmal der gleiche, nochmal ein neuer Wald. Bald hinter dir bin ich, warte. Also wenn die, also nur mal angemerkt, ne? Das Spiel ist in der Alpha. 023D spielen wir, glaube ich, ja. Und nur mal angemerkt, wir haben immer noch kein Speer, aber nur angemerkt, das ist ja eine Alpha. Ich frage mich, wie es in der Vollversion aussehen wird. Ich habe einen Speer. Wo? Hier. Oh, bitte. Ah, da ist ein Speer. Ich sehe ihn, er blinkt. Ja, wie schön. Daraus kann man mit Knochen, pass auf, geht das? Hier ist der Speer. Aua, was machst du? Ich bin tot. Was machst du? Ich hab dir nichts angegeben. Dahinter dir war das Krokodil! Ja, leb mich wieder, ich kann nichts mehr machen. Ja, ich kann auch, ich töte ihn. Nicht töten! Wieder beleb mich noch wieder. Ich töte ihn erstmal, ich mach erstmal Pause. Ja, geht nicht, ich kann ihn nicht wieder. Ja, nein! Oh Mann, jetzt ist alles weg. Weil du mich nicht wiederbelebt hast. Boah! Toll, jetzt kann ich nochmal alles neu sammeln. Ich habe jetzt sogar keine Axt mehr. Doch, habe ich hier. Danke, jetzt können wir gleich nochmal eine neue Höhlen-Dings machen. Mal alles nochmal neu sammeln. Ja, was kann ich dafür, wenn er verpackt war? Oh nein.
Ja, du hättest ihn doch einfach nur wiederbeleben. Du hättest mich doch einfach ganz kurz wiederbeleben können. Das dauert doch nicht lange. Okay, dafür zünde ich ihn aber mit Molotov an. Oh, das bringt doch nichts. Warum tippen die denn auch Insta? Jetzt hab ich nichts mehr. Hier. Ich hab nicht mehr. Ich hab nichts mehr im Inventar. Nix. Wir hatten gerade alles. Alles hatten wir. Alles. Alles. Wir hatten wirklich alles. Weißt du, wir hatten sogar einen Speer. Jetzt bin ich komplett leer. Mann. Ich bin allein, ich hab Angst. Wir müssen gleich nochmal kurz die Höhlen-Dings machen, ne? Und wieso kann ich diese scheiß Koffer nicht öffnen, ne? Hallo, hallo. Ich komm zu dir. Hallo, hallo. Wo bist du? Ich kann keine Koffer öffnen. Jetzt, wo ich die brauche. Und das mit dem, da Items wieder aufsammeln, bringt ja wohl nichts, ne? Ich hab wieder eine Höhle gefunden. Ja, ich komm gleich zu dir, warte da. Ich baue mal auch so einen Stick. Wo ist denn das? Ich muss mir erstmal wieder ein paar Ressourcen aufsammeln. Damit ich überhaupt mal wieder was habe. Oh, komm, das regt gerade so auf, dass ich hier keine Koffer öffnen kann. Kevin, wie hieß das nochmal da, wo man diesen einen Stick hin tun kann? Diesen einen Stick, ja, einen Stickholder. Wo steht da? Wo ist das dann? Oh, ist das ätzend, dass man hier keine Kisten mehr, dass man keine Kisten, keine Dings mehr öffnen kann. Kevin, wo ist das denn? Sag mal. Ja, das musst du craften, aber das machst du doch jetzt wohl nicht, oder? Wenn du das craftest, dann bist du aber auch wirklich schon IQ vom Brot, ne? Warum? Ich will die Höhle hier markieren. Ich habe noch eine Höhle gefunden. Achso, ein Stickmarker, ja. Achso, ja. Ja, warte, ich gehe einfach zu dir hin. Wo bist du überhaupt? Jetzt ist da sein Name. Mal gucken, vielleicht haben die es ja mittlerweile schon gefixt, den Bug. Dass man seine Items wieder aufkriegen kann, aber... Kevin, guck mal nach oben. Siehst du mich? Alter, ich hab doch... Nach oben zu mir, siehst du mich? Nach oben, oh mein Gott, ja. Okay, guck mal, siehst du das hier? Moin. Siehst du mich? Ich sehe dich, natürlich sehe ich dich. Ja, guck mal. Scheiße, ich habe keinen Schuss mehr. Ich sehe dein Licht gerade, ja. Ich erschritte. Ich habe keinen Schuss mehr, das ist total unnötig. Ich gehe zum Flugzeug. Warte, nein, warte doch einfach bei der Höhle. Dann gehen wir ganz kurz in die Höhle rein, fertig. Nö, ich geh jetzt wieder zum Cockpit. Ich hoffe, dass beim Cockpit wieder alle Sachen sind. Respawned. Alter, jetzt kann ich mir nicht mehr sprinten. Wir können ja gleich mal kurz in die Höhle rein. Mal gucken, ob da irgendwas Gutes ist. Wenn nichts Gutes ist, dann... was ich hier nicht verstehe, du hättest mich ja eigentlich nur wiederbeleben können. Da gibt es ja so einen Balken, bis der voll ist. Aber was ich nicht verstehe ist, manchmal, egal ob du E oder nicht E drückst, du steht einfach Day Survive 10. Einfach so. Komplett random. Ohne ob du, ist egal ob du irgendwas drückst oder nicht. Das ist egal. Oh Mann, das ist so schön. Das war so schön alles, ne? Jetzt habe ich aber nichts mehr im Inventar. Die ganzen Seile und so, die habe ich nicht mehr. Ich könnte natürlich jetzt Alter 4 drücken und meinen alten Spielstand laden, aber nein. Das ist scheiße. Ich kann nichts dafür. So, warte. Ich gehe mal ganz kurz ins Dings. Ins Cockpit. Vielleicht sind für mich ja schon die Sachen respawned. Das kann ja möglich sein. Ach, da bist du. Ich dachte schon, wer ist denn das? Das ist ein anderer Multiplayer-Spieler. Die könnten hier auch joinen. Das können wir können den Server ja mal offiziell, also öffentlich machen. Nee. Kommt irgendwelche random rein. Komm, irgend... Alter. Ja, was ist? War ja irgendwie logisch, dass die Sachen nicht respawnen. Jetzt kannst du mich da durchlassen. Weißt du, du gehst die ganze Zeit immer dahin. Oh, Mann. Wie viele Minuten ist denn noch der Part? Noch ein paar Minuten. Kommst du jetzt? Ja, warte. Wo denn? Ich kann mal lange tauchen. Hallo? 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 Hey! Ich dachte, warum taucht er nicht mehr auf? Ich habe gerade schon Angst bekommen. Ja, bei mir auch. Das Spiel ist aber richtig verbuggt. Wo ist denn hier jetzt ein Baum? Ich habe die ganze Zeit einen Baum gefällt. Hä? Siehst du hier einen Baum? Nein. Ich habe so ein Baumgeräusch, wenn ich einen Baum fälle. Ja, ich auch immer. Weil du den Stein schlägst, glaube ich. Ja. Nee, wenn man den Stein schlägt, ist das ja kein Holzgeräusch. So, lass da hin, wo mein Todeskreuz ist. Mein Hakenkreuz. Ich wollte schon Hakenkreuz sagen.
Ja, sehr schön. Das ist mein Hakenkreuz. Mein Todeskreuz. Das ist jetzt einfach. Okay. Ich möchte auf jeden Fall in diesem Part noch zum Dings, zum Dings, zum Winterbiom. Zum Schneebiom. Pass auf. Hier. Hast du deine Sachen? Nein, die sind despawned. Also wo sind die jetzt? Wo ist jetzt der Stick? Nee, nicht dein Ernst. Jetzt ist der Stick. Jetzt, ja, danke, Spiel. Weißt du, you respawned jede 30 Sekunden alles neu, habe ich das Gefühl, ne? Außer jetzt, wo ich alles verloren habe. Kevin, komm mal mit, ich zeig dir mal, wo die Höhle ist. Ja, wo? Da ist ein Krokodil hinter mir! Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Komm, lass ihn töten! Juckt es nicht. Geh mal kurz weg. Der macht einfach nicht. Wieso hat er mich instant gekillt? Warte, versuch mal anzubrennen. Das sind Dorfbewohner! Ja, komm einfach. Bist du da? Komm. Wo ist jetzt die Höhle? Komm mit. Zeige sie mir. Zeiget mir. Warte mal, ich kann kurz. Aber du hast gar nichts. Nee, ich hab nichts mehr. Kein Geld mehr, nix. Das Spiel ist noch ein bisschen verbesserungsbedürftig, sage ich jetzt hier, mal. Hier, komm mal her. Scheiße, das sind welche. Ist egal. Wir können einfach wieder direkt in die Höhle rennen. So. Wo ist die Höhle? Was ist jetzt für. Oh, warte mal, hier war das Krokodil, ne? Ich frag mich ehrlich gesagt, aber der macht doch keinen Insta-Kill. Der beißt dir ja mal kurz ins Bein und fertig, aber doch nicht Insta. So, die ganzen Federn einsammeln. Weil Federn sind praktisch für Pfeile. So, wo ist die Höhle? I need the Höhle. Ist auch noch so ein kleiner Fluss. Ich wusste selber noch nicht, dass es Krokodile hier gibt. Das dachte ich. Wusste ich vorher gar nicht. Also ich komme gleich hinterher. Oh, Scheiße, was war das? Okay, warte mal, mach mal kurz mein Licht an. Wo ist die Höhle? Zeig sie mir. Zeig sie ja, mir. Ja, ich finde sie nicht. Ah, ein Krokodil! Mama! Komm, renn weg. Komm zu mir. Warte mal, ist die Höhle wirklich so nah? Die war hier irgendwo. Warte mal, hast du Dings? Ah, komm, lass einfach mal zum Schneebiom, also zum Schneegebiet. Ist das Schneegebiet hier irgendwo? Ja, das sieht man. Also ich denke, dass es da hinten ist. Es kann auch sein, dass es aber nur danach aussieht. Ich hoffe nur, dass die mich nicht instant killen. Ich hab auch wieder mehr Medizin und ein bisschen Geld habe ich auch schon wieder. Habe ich gerade von der Bank abgeholt. Ja, ich habe einen Snickers. Das ist jetzt alles nicht mehr so viel. Wir müssen vielleicht nochmal ein, zwei Koffer suchen. Okay, kommst du? Was? Regnet es? Ich glaube, es regnet gerade krass in mein Zimmer rein. Oder ist es? Wartet mal. So, bin wieder back to business. Weil mein PC steht ja am Fenster. Und es ist schlecht, wenn es dann komplett durchregnet. Ein scheiß Krokodil. Krokodil. So. Hinter dir! Nein! Ich bin tot. Alter, bei mir ist so alles schwarz-weiß. Ich hab null Leben. Warte, ganz kurz Medizin. Oh, ich bin wieder am Leben. Lass einfach abhauen von hier. Okay, komm. Ich hasse dieses Biom. Also, wer sich hier ein Haus baut, ne, vollsten Respekt, aber ich hab keine Lust auf sowas. Ah, mal ganz kurz hier nochmal hinsetzen. Das war gerade sehr wichtig, dass ich hier nicht. Warte, kurz Fleisch. Wo ist das? Wieder ein bisschen Tierhaut mitnehmen. Warte, ich kann mit Tierhaut. Können wir mal direkt Tierhaut reinholen. Kurz die Kieselsteine. Da kommt hier. Einer! Scheiße. Okay, komm, ich will hier so viel aus diesem Biom raus. Es wird Tag. Ja.
Hä? Aber die Frage ist, wo ist das Schneebiom? Aber die kann man nicht essen. Die wahrscheinlich auch nicht. Komm, wir müssen sofort aus diesem Gebiet raus. Sofort. Krokodil! Komm. Ich sehe gerade keins. Komm. Aus diesem Gebiet, aus diesem Kackgebiet raus. Komm, wir müssen rechts, ein bisschen rechts lang. Komm, rechts, rechts, rechts. Die nächste rechts. Meine Damen und Herren, die nächste rechts. Oh mein Gott. Okay, wo müssen wir jetzt lang, Herr Kunja? Rechts. Einfach folgt mir. Ich bin hier der, Nein, die wollte ich essen. Die hätte man essen können. Na gut, passt. Die sind giftig. Nein, die sind nicht giftig. Das sind die blauen Beeren, die Blueberries. Die kann man essen. Die sind gesund und lecker und schmecker. Die machen aber ein bisschen Schaden. Nee, die machen keinen Schaden. Da hast du irgendwas anderes gerade gegessen. Oder die sind vom Spiel abhängig, die Bären, was das für Bären sind. So, ich hoffe, dass wir irgendwann hier ins Schneegebiet kommen. Ich möchte unbedingt in diesem Part ins Schneegebiet kommen. Blueberries hier. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber ich bin jetzt voll gefressen. Hallo? Ich habe das Gefühl, dass ich mit der Axt manchmal irgendwie... Aua. Nichts töte. Sorry, man. Komm. So, ich versuche gerade alles einzusammeln, was ich so finde. Aber wieder etwas, um ein etwas volleres Inventar wieder zu haben. Ah, die kann man essen. So. Heilige Scheiße, wie groß ist denn das Biom? Was ist das denn hier? Guck mal, hier ist... Oh, ich glaube, das ist eine Falle. Nicht rein, das ist, glaube ich, so eine Falle von denen. Bloß nicht rein. Die sind ja ganz schön schlau, die Teile. Hörst du das? Hier sind aber Fallen. Hier befinden sich anscheinend Fallen. Hier ist es ein Wasserfall. Oh. Oh, wie geil. Über uns, komm mal, über uns ist etwas. Oh, wie cool. Guck mal, man kann auf dem Wasserfall rauf, ohne irgendwie runterzufallen. Kommst du? Ja, komm mal hier. Alter, was ist das? Hier ist ein Koffer. Hä, wo bist du? Komm mal her. Ich bin hier. Das sieht aus wie eine Höhle oder sowas. Na komm, gleich, ich komme gleich zu dir. Ja, wo bist du? Da. Sind da Koffer? Ah, da, das ist auf der anderen Seite auch. Ich frag mich, was ist das? Oh, der hätte ich nicht essen dürfen, ne? Pass. Oh, hier ist ein Mensch. Tennisbälle. Mein bester Freund, die Tennisbälle. Ey, kannst du die öffnen, die Kasten, ja? Ey, hier kann ich reingehen. Ah, hier kann ich nicht. Oh, hier kann man wirklich reingehen. Ey, die Penny oder so. Hey, lol, was ist das für ein Lager? Gibt es vielleicht denn noch andere Wesen? Lol. Ich hätte Glück gehabt im Leben. Hier ist ein Upgraded Stick. Hier ist ein Upgraded Stick drin. Geil. Guck mal hier. Was ist das? Ja, die kannst du dir bauen mit Knochen und so. Jetzt habe ich hier so einen Speer. So ein Upgraded Stick. Der ist schneller und macht mehr Schaden, weil der halt diese... Wie baut man ihn? Mit Knochen und Clothes. Aber du hast Knochen kriegst du erst später. Ich habe den jetzt einfach gefunden. Vielleicht ist der ja noch drin. Ich hab Knochen. Ich hab Zähne nur. Komm her. Wo bist du? Komm her. Komm mal ganz kurz her. Hier, siehst du meinen Namen. Hallo. Hinter dir. Hä? Alter Schwede, bist du blind. Alter. Also ich sehe dich manchmal auch nicht, aber ne, aber trotzdem. Komm, hier, kannst du rein, musst du rein, ein bisschen sneaky reingehen und dann kannst du da, sollte da so ein Upgraded Stick rumliegen. Alter. Ist er da? Ja. Okay, nice. Das heißt, wir hatten mal beide Glück, vielleicht ist hier auch was drin. Kann man mit ihm werfen? Nein, es ist ja nur so ein... Es ist kein Spiel zum Werfen. Komm. Okay, komm. Durch da lang. Wir wollten... Ich weiß nicht, warum haben wir Feuerzeug überhaupt an? Keine Ahnung, einfach um mehr zu sehen. Das Gute ist... Da war wieder ein Snickers drin. Aua. Komm. So, wo was ist wir hier? Lang? Hier ist etwas. Alter, was ist das für ein Berg? Kommst du? Alter, das ist ja... Ey, hier also kann man damals, rauf. Damals hat man... Ey, damals Kevin, hat man hier oben rauf. Ja, müssen wir ja nicht. Damals hat man eine Stunde gebraucht.
Und irgendwie um die Welt. Ey, hier sind welche Sachen. Jetzt hier sind Sachen. Wo sind Sachen? Damals hat man irgendwie eine Stunde gebraucht, um die ganze Welt zu erkunden. Diesmal, heutzutage ist die Welt so riesig, also wirklich Respekt. Und das, es gibt jetzt hier insgesamt 3 Biome, soweit ich weiß, denn. Dieses Slum-Biom oder sowas, was das hier ist. Ich spring ins Wasser rein. Das würde ich nicht tun. Oh, oh mein Gott, hä? Man bekommt Fallschaden. Ja, ja, das ist ein Alpha-Spiel. Du darfst nie ins Wasser springen bei Alpha-Spielen. Das ist dein Tod. Hä? Achso, hier ein Snickers und so. Ja, bist du? War jetzt nichts Besonderes. Ich bin mal ganz kurz raufgeklettert. Was war denn da oben? Da waren nur ein Snickers und so, aber war sonst nichts Besonderes. Kommst du? Ich bin hier. Wo bist du? Hä? Es regnet draußen. Ach, erst jetzt mitbekommen. Okay, kommst du jetzt? Wir wohnen ja in der gleichen Stadt und ich muss einfach nur nicht. Wir wohnen halben Kilometer auseinander, deswegen denke ich nicht. Oh, hier ist eine Schildkröte. Ja, zeig mal. Die gibt richtig viel. Warte, da ich mit dir. Ah. Ich habe auch diesen Speer. Das hört sich so behindert, aber wenn man ihn so. So hört sich das an. Naja, so hört sich das jetzt zwar nicht an, aber. Alter, wie groß ist denn diese Welt? Also, wir können locker noch 2-3 Parts hier so rumgammeln. Vor allem, wenn wir noch eine Höhlenerkundungstour machen. Alter, man kann hier sogar Berge. Hier ist das Winterbiom. Schneebiom. Ja. Aber weißt du, was das Problem ist? Es gibt ja anscheinend beim anderen Biom gab's ja diese Krokodile, ne? Diese Crocodiles. Und hier heißt das. Wölfe. Und nee, hier, kann sein. Hier gibt's. Warte, gib mir ihn. Schuldin, komm. Wir sind so wie diese Höhlenmenschen. Komm! Nein, die sind nur schneller, glaube ich. Aber ich glaube, wir frieren hier wahrscheinlich schneller, denke ich, vermute ich mal. Warte, ich hole mir ganz kurz einen Snickers rein. Wobei eigentlich müssen wir. Oh, ich höre dich überhaupt nicht. Boah, ist der Wasserfall laut, der Wasserfall ist voll laut. Ich weiß. Wollen wir auf den Berg? Wollen wir auf den Berg rauf? Oh, jetzt ist hier. Jetzt hab ich hier die Axt. Hab ich den Speer weggeworfen? Aua. Ich hab den Speer weggeworfen, hä? Ey, lass mal da ganz oben was bauen. Hey, mein Speer ist weg. Einfach weg. Auf jeden Fall ein sehr bugfreies Spiel, muss ich mal anmerken. Ich sehe mein. Hä? Mein Stick ist einfach weg, oder? Ach, das ist hier. Das ist mein Stick wieder. Ah, okay. Okay, du bist da oben schon. Warte. Oh, ich sehe ein Eichhörnchen. Hier gibt es anscheinend auch Eichhörnchen. Ich glaube, die gibt es aber auch in der normalen Welt. Wir können uns bald wieder ein Shelter bauen. Darf man Pilze essen? Alter, wie geil das ist. Nee, die Pilze, die vergiften dich. Ich glaube, es gibt aber wieder bestimmte Pilze. Ich habe gerade Pilze und da ist gar nichts passiert. Ich sehe, das Wasser ist nicht gefroren, aber das Wasser sieht schön blau aus. Das ist cool. Wo bist du? Ich sehe dich gerade. Ich bin gerade ein Rentier. Da unten bist du. Okay, ich gehe schon mal ein bisschen auf den Berg rauf. Wenn das möglich ist, ne, dann baue ich auf jeden Fall. Ich bin gleich full ausgerüstet. Sieht man das? Ich weiß nicht, aber ich glaube, Leuchtrüstung ist besser. Aber Leuch? Ja, diese Lizard-Rüstung. Ja, oder Krokodil. Krokodil ist viel, viel besser. So, direkt, weil wir das mitnehmen. Hauptsächlich nur wegen der Rüstung. Wollen wir versuchen auf den. Ich glaube, wir können wirklich auf den Berg rauf. Also, wenn wir wirklich auf den Berg rauf können, ne? Dann wäre das doch genial. Alter Schwede, wäre das geil. Ich würde das so abfeiern. Ich würde da direkt das gleiche bauen, was wir die ganze Zeit gebaut haben. So einen riesigen Palast wieder bauen, okay? Ich habe so viel Rüstung, dass ich nicht mehr, dass ich immer Rüstung sparen muss. Wo bist du? Ja, du siehst meinen Namen irgendwo schon. Ich sehe deinen Namen auch. Also. Ja, ich sehe deinen. Alter, hier müssen wir. Alter, das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil, ist das. Aber die Welt ist ja mittlerweile so riesig, ne? Bis ans Ende dieser Welt zu kommen, ist schon sehr. Hat schon irgendwie mit der Herausforderung zu tun. So wie bei Minecraft. Ja, okay, das ist ja wieder eine andere Geschichte, aber trotzdem, das hier ist ja alles selber, Alter, hier ist ja alles selber gemacht, ne, also alles mit den... Ja, und du musst auch selber hier ist ja auch, kein Generator oder sowas am Start, hier ist das ja alles selber mit dem Welt editieren. Und hier musst du auch alles selber, hier musst du auch überleben und so alles. Ja, hier ist das ein bisschen mehr mit Herausforderungen, ja. Bei Minecraft ist das ja mittlerweile so ein bisschen, kann man die essen? Die kann man essen, die Pilze hier, die braunen Pilze kann man also essen.
Wenn das überhaupt braun so richtig ist. Ich hab's ja richtig viel Essen. Ich finde das sieht hier so cool aus. Ich hab schon wieder meinen Speer irgendwo gedroppt. Der droppt den irgendwie immer automatisch, keine Ahnung. Naja, gut, okay, ist egal. Ey, man kann da hoch. Wenn er sowieso die ganze Zeit droppt. Kevin, komm mal her. Wo kommt. Da kann man hier hoch, ne? Glaube ich, irgendwo. Komm mal hier, warte. Wo bist du? Da will ich ja gar nicht hoch. Lass einfach weggehen, hier ist langweilig. Oh, man kann werfen mit seinem Speer, das geht. Achso, habe ich also die ganze Zeit geworfen. Achso, gut, okay, passt. Komm, du machst so, warte, bleib mal da. Kann man nicht essen, ne? Nee, komm, ist egal, ich habe sowieso kein Speer mehr. Leider. Kann man da. Ich will unbedingt auf den Berg rauf. Ich weiß nicht, ich hab da irgendwie so eine Herausforderung. Kann man da irgendwie so hoch? Nee. Aber man könnte sich eine Treppe darauf bauen. Also in diesem Let's Play werde ich das noch machen. Das ist mein Ziel. Ich will hier auf mindestens so eine Treppe hinbauen. Hier ist wieder Wasser. Oder ist hier Wasser? Hier ist wieder Wasser. Cool. Hier sind so... Alter Schwede. Ich finde das gerade so nice. Nice. Ey, wollen wir komm mal kurz zu mir. Weißt du, was ich gerade an eine Idee habe? Was? Pass auf. Du wirst mich vielleicht als verrückt erklären. Pass auf, wir werden als erstes... Ich will den hier nicht haben, ich will den hier haben. Nee, warte, ich habe bessere Idee. Wir bauen hier so ein ganz kleines Häuschen hin, ne? Also wirklich, das dauert nicht lange. So, ich würde so sagen schon. Erstmal, dass es auch noch uns warm hier wird, kurz. Ja, so ein Lagerfeuer hätte es nicht bauen dürfen. Kann man das irgendwie kaputt machen? Das Lagerfeuer-Lied. Weil, guck mal, so ein Lagerfeuer ist schlecht. Das ist einfach nur billig. Billig Kram wieder. Pass auf, ich mach ein Lagerfeuer mal hier hin. Ich mach hier so ein Lagerfeuer hin. Ich hol mal Stick. So, warte, hol du mal ein paar Loks, aber pass auf, dass die hier nicht runterfallen, ne? Bauen wir uns hier so eine kleine Station. Oh. Sind hier. Kann man nicht abbauen. Dann wäre man ein kleines Ziel hätte ich schon. Komm mal her, hilf mal, dass kein Lok runterfällt. Hilf mal. Oh. Warte. Ich hab ihn. Ich hab die Bank fertig gebaut. So, wir könnten vielleicht mal hier versuchen, eine Dings zu bauen. Eine Brücke. Eine Rockwall. Ich wusste gar nicht, wann gibt es denn hier bitte Rockwalls? Oh, Alter, guck dir mal an, wie viele Rocks wir denn bräuchten. Wenn wir so nur. Brauchst du doch nicht wirklich. Ah, oh, mein Stein! Nein! Oh, erstmal runterspringen. Wegen Einstein. Okay, wer tut es nicht wegen Einstein, ne? Warte, hilf mal. Fällst du weiterhin Bäume? Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen. Ich bin gerade wirklich am Überlegen, was man hier. Man kann sich doch hier wirklich mal so ein kleines schönes Lager hinbauen, oder? Meinst du nicht? Warte, ich bin gerade beim Baum. So, hier kann ja immer Wasser reinkommen, auch wenn es im Haus ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich noch nicht gefixt worden, so ein Bug. Deswegen kann man den auch schön ausnutzen, ne? Kevin, komm mal, hilf mal. So. Komm, hilf mir, dass nicht warte, runterfällt. Wo bist du? Hier hinter dir. Okay, ich pass auf, ich fange. Okay, das war jetzt nicht da. Ja, ich dachte, das wäre jetzt eine Disziplin. So, eine Disziplin, ja. So, das Lagerfeuer ist auch fertig. So, ich zünde das von ein paar Meter Abstand ab. Das ist immer sehr gut. Kann man die nicht kaputt machen, um Sticks. Hier gebe ich auch was zu essen. So. Also, wir können jetzt immer so eine kleine, schöne Basis aufbauen. Ich fäll auch mal ganz kurz einen Baum. Pass auf, du musst dich. Der wird jetzt hier gleich runterfallen. Okay, wird er nicht. So, der wird gleich runterfallen. Wir müssen aufpassen, dass die nicht komplett runterfallen. Ausdauer. Ich hab Angst, dass das Haus runterfällt irgendwie.
weil das ja so nah an der Klippe ist. Warte, warte, erstmal fällt dieser Baum hier. Hinter dir, aufpassen. Na, okay, der wird nichts runterfallen. Aua, ich bin gleich tot. Ich wurde vom Baum erschlagen, fast. Das tat ein bisschen weh. Wo ist noch ein Baumstamm? Sind die runtergefallen? Wirklich? Warte, ich schmeiß hier einmal einen runter. Okay. Nein. Oh, nee. So, warte, ich setz ihn mal hin. Ich baue mal deinen Baum schon mal weiter. Okay. Du baust den. Vor allem. So. Ah, wobei, Kiko, er fällt wieder runter. Komm her, schnell. Okay, warte. Ich fange ihn auf. Mit zwei Fingern. Ich bin tot. Hilf mal. Warte. Ich versuche dich wieder zu beleben. Warte, ich bin gerade im Wiederbeleben. So, okay. Danke. Ja, der fällt doch gar nicht, oder wo? Ist der gefallen? Ich muss mal ganz kurz Medizin schlucken. Okay, nur noch zwei Baumstämme. Und die müssen wir irgendwo haben. Ich glaube, das ist. Ich hab einen. So, hier ist nix. Ich baue gleich sofort wieder ab. Ich guck mich gerade mal ein bisschen um. So, mein Ziel wäre es vielleicht mal tatsächlich eine Brücke hier rüber zu bauen. Ich denke aber, das wäre sehr schwer oder ist schwer, ist sehr schwer. Wollen wir vielleicht hier ein Dings bauen? Was? Ein Dings machen. Ein schönes Haus, Baumhaus, Haus bauen. Also könnte man ja mal machen, ne? Wenn das denn hier überhaupt möglich ist, richtig? Pass auf, hier machen wir denn zum Beispiel. Baum, hey Digga, wie behindert ist denn die Tür? Die Tür ist doch ganz gut. Es ist halt ein kleines Häuschen, wo man mal rausgucken kann, weißt du? Guck, jetzt kann man hier ein bisschen rausgucken, das Leben genießen. Hier kann man auch speichern. Weißt du, ich finde das eigentlich sehr schön. Vor allem, weil wir uns jetzt auch mal noch einen neuen Shelter bauen haben. Wollen wir uns noch mal kurz an die. Du baust jetzt hier schon einen Garten. Achso. Warte, ich hab Passiz. Ja, du kannst hier was anpflanzen. Wo sind denn jetzt meine Seeds? Oh mein Gott. Wieso kann ich hier nichts anpflanzen? Nein, du musst einfach nur E drücken. Hier steht doch E, guck. Ich glaube, ich habe keine Seeds mehr. Ja, stimmt. Ja, du hast was angepflanzt. Das wächst dann nach einer langen Zeit. Ich habe nichts gedrückt. Ich habe nur. Ja, du hast wahrscheinlich E gedrückt. Komm, wir müssen unser Baumhaus schon mal fertig bauen. Also lang ein bisschen. Baumhaus? Ja, ich brauche hier gerade ein Baumhaus. Ah ja, wollte ich ja. 14, oh mein Gott. Aber diesen Baum müssen wir lassen. Wir müssen weiter nach hinten. Die Bäume hier. So, ich hoffe, das ist möglich. Ja, ich baue mal mein eigenes Baumhaus. Du hast dein Baumhaus, nein, bist du bescheuert? Wie hast du das aufgebaut? Wo ist das denn? Bei mir gibt es das hier nirgendwo. Wir machen erstmal ein Baumhaus. Das soll hier eigentlich nur eine kurze Basis sein. Mehr sollte es ja eigentlich gar nicht sein. Aber, na gut, okay. Wir müssen eigentlich den Part jetzt beenden, okay? Ich bin gerade schon. Fäll den einen Baum, bau das deine Baumhaus noch fertig und dann speichern wir und beenden den Part. Für heute. Okay, erstmal machen wir den Baumhaus fertig. Nein, machen wir nicht. Warte, ich sammle die beiden noch auf. Okay. Hier unten sind noch, der hat 5 gedroppt, ist ja sauber. So, die packen wir dann ganz kurz hin und dann, da, hier, zum Baumhaus. Zum Baumhaus kann man sich schnell hoch aufbauen. Ich glaube, wir können sogar hier fast wo ist es denn? Wie kann man das? Ich sehe es hier nirgendwo. Du siehst das doch hier. Bei meinen Karten aber hier. Was? Ah ja, oh mein Gott. Was? Was machst du gerade? Warte. Hä? Verstehe gar nicht, was du machst. Ich suche gerade etwas. Hä? Wir wollen jetzt den Part beenden. Du brauchst jetzt aber nicht dein eigenes, oder? Ich habe einen Vogel auf. Nö. Warte mal. Ich glaube, ja, hier können wir das lassen. Ich glaube, das können wir abbrechen. Guck mal. Weil das ist nämlich nur so eine Dings. Komm, wir müssen die Baumstämme aufsammeln. Komm, hilf mir. Oh mein Gott. Dann bauen wir da die Sticks rein, weil das ist so ein richtiges Baumhaus, stimmt.
Dominik. Falsch platziert. Guck mal hier, die Leiter. Du kommst da gar nicht hin. Du musst es hier oben drehen. Pass auf, es fällt was runter. Nee, der fällt nicht ganz runter. Okay, warte. So, guck mal. Ja, so. Nein, umdrehen, in die Richtung hier. Oh. War ja alles schon richtig, aber du musst nur das umdrehen, so dass, mit R rotieren, damit die Leiter nicht in der Luft ist. Ja, warte. Oh. Wo ist denn das überhaupt? So, guck mal, Kevin. Was? Wo? Wo ist denn das hingebaut jetzt? Okay. Hier, guck. Warte. Naja, ich sag jetzt mal nichts, aber das kann man so machen. Ist vielleicht schon fast ein Haus, aber na gut. Okay, egal. Aber weißt, auf dem Bau. Weißt du, was wir auch bauen könnten? Was? Hier so einen kleinen Palast. Pass auf. Bum, bum, bum. Guck mal hier, wollen wir das vielleicht bauen? Hast du schon mal auf sowas Lust? Guck mal. Ja, könnten wir. Wir bauen hier gleich, weißt du, wir sind hier nur zu Besuch sozusagen und bauen hier gleich eine richtige Stadt auf. Komm, ich baue da schon mal die Sticks hin. Nein, hab ich schon, ich baue mal das Baumhaus weiter. Ja, erstmal die Prioritäten ist gerade mal Dings, das Baumhaus. Wollen wir jetzt den Part beenden erstmal? Nee. Doch. Okay, mach. Okay. wir sehen uns in der nächsten Folge von The Forest. Eigentlich war nur geplant, das da unten zu bauen. Haben wir ja schon längst fertig gebaut. Aber jetzt bauen wir da gleich noch ein paar Lasten, ein Baumhaus und. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber gut, okay. Sieht voll cool aus, diese Wolken. Alter, allgemein, das sieht alles so märchenhaft fast aus, irgendwie. Ich finde, das sieht so nice aus. Ah, naja, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Forest. Haut rein, ciao.